Moin Moin, willkommen zurück zu einer weiteren Runde von Legion DD2 im Ranglistenmodus. Die Zauber gefällt mir sehr gut. Das zum einen Vampir, zum anderen der Magier. Deswegen gehen wir heute auf Champion. Aber ich habe nur Scheiße. Kacke. Für die bringt mir der Magier erstmal nichts. Den könnte ich Champion machen, das ist okay. Ja, aber die Vampiraura bringt mir hier erstmal gar nichts. Laser ist fett, ne? Könnte statt ihm den Laser mitnehmen. Ein bisschen weiter hinter will ich den schon haben. Okay, dann schauen wir mal. Eine gute Reichweite, das heißt, ich kann auf jeden Fall hier mit meinen Einheiten erst anfangen. Sollte kein Problem sein. Gucken wir mal rüber. Seraphin und Waldläufer, Torwächter-Waldläufer. Na okay, ich hätte doch noch weiter vorne hinstellen können. Mal schauen, 1, 2, 3. Wenn ich den als Fernkämpfer da hinstelle. Sollte das klar gehen. Ja, ist schon fast auch wieder zu nah dran. Ja, mit der Gatling Gun und Vulkankanone habe ich noch nicht so wirklich meine Erfahrung gemacht. Das sollte reichen. Das sollte voll und ganz ausreichen, wenn ich den da hinstelle. Doch, Champion genommen hat, aber noch nicht verteilt. Vielleicht noch was anderes vor. Ja, locker. Noch ein Stück hätte auch gereicht. Pushen noch einen Worker rein. Gucken wir mal, was hier abgeht. Chloropixie, Goblin-Copter, Teufelsfisch. Durchgelassen mit der Brute. Also von allem etwas dabei. Ja, da mach ich mit. Da mache ich mit. Ja, Piraten. Den Piraten können wir wenigstens noch gut benutzen für den Vampir. Nee, wenn ich schon schicke, dann mache ich auch keine Aufwertung. Das macht keinen Sinn. Hat er geschickt zwei Schnecken. Locker rein. Das sieht gar nicht schlecht aus. Aber es wird er wahrscheinlich blocken. Weil er die Daphne schon hat. Jo. Die Daphne hat es geblockt.
Also prinzipiell ist es hier scheißegal. Könnte alles schicken. Muss eben nur das, was gerade von der Welle kommt, irgendwas anderes dazu packen. Mehr nicht. Klappen mal auf. Hier noch einen hinsetzen. King-Aufwertung. Bringt mir aktuell noch nichts zu senden. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich durchkomme, ist noch zu klein. Macht lieber ein paar Aufwertungen. Okay, nichts geschickt, das heißt, es wird wahrscheinlich auf die 6 jetzt gehen. Wir werden hier so ein bisschen die Verteidigung aufbauen. Ich kann auch einen Split machen. Ich gehe auf 2 Worker, ich bin gierig. Okay, den kann ich nicht aufwerten, aber ich kann hier was hinstellen. Zack. Zack. Der war transformiert. Ja. Eine Wurzelqualle. Die wird aber gut angegriffen. Wurzelqualle down. Ja, die Schleime konnten sich auf 2 aufteilen. Das wird nichts. Ich hätte aufwerten sollen. Okay, hier sind die volle Seraphin-Power am Start. So, wir werten hier ein bisschen auf. Hier noch Piraten hinstellen. Dann können wir wieder transformieren. Weiter King aufwerten. Aktuell ist kein Durchkommen in Sicht. Ich probiere es immer mal, aber wenn das keinen Erfolg hat, muss man einfach weiter King aufwerfen. Macht am meisten Sinn. Auf 10 könnte ich es probieren. Ah, gut abgewehrt. Noch 2 übrig gewesen. Wir könnten auf 10 oder auf 11 gehen. Machen wir so. Mimik ist ungünstig. Ich habe viele kleine aktuell.
Yes, my lord. Ich würde auch mögen reinpacken. Das bringt mir am meisten. Hier ein bisschen magischen Schaden. Gucken wir mal. Aber ich scheine sehr viel mehr Walker zu haben. Jawohl. Piepen für mich. Okay, das ist gut. Sehr schön. Shutdown Gold. Walker rein. Zweiten Walker. Wir müssen Walker ein bisschen im Auge behalten. Es darf nicht zu wenig werden. Ich nehme den Vampir. Das machen wir so. Und dann werde ich hier noch so ein bisschen auf. Die 285 zurück. Und nichts geschickt haben. Und mir 23 jetzt reingehalten dafür. Magischen Schaden habe ich halt nicht so viel. Muss gleich wieder reinpushen. Ich glaube, Piraten habe ich genug. Die Yosora wäre stark. Also auf jeden Fall nehme ich die mit. Kolquappen raus. Das nehmen wir mit und wir nehmen Pyro. Wir nehmen Pyro mit. Okay, lass uns überlegen. Magischer Schaden ist nicht schlecht. Sollten wir auf jeden Fall mitmachen. Vielleicht auf 14 oder 15. Sollte ich halten. Sehr gut. Machen wir so. Das klingt nicht verkehrt. Dann bin ich jetzt schon mal dabei. Ah, der schickt jede Runde.
Das wollte ich jetzt nicht. Na, ein bisschen zu oberbild. Ja, Rocker holen sehr gut. Ja, die kacken irgendwann rein. Irgendwann kacken die richtig rein. Können die Vulkankanone aufwerten. Mache ich auch. Dicke Vulkankanone, unglaublich wichtig. Ist ja auch mein Champion. Nächste Runde die zwei Pyros aufwerten. Bin ja ganz entspannt. Ja, er hat keine großen Fernkämpfer, außer die Kanone. Magischer Schaden auch sehr wenig. Das heißt, wir können gut mit Dinos reingehen. Pyros sind da. Ich werde hier noch mal den aufwerten. Könnten hier noch mal einen hinstellen. Mit zwar 440 zurück. Mein Kollege wesentlich mehr. Aber jetzt habe ich es ganz gut gehalten. Schauen wir mal. 340, noch auf den Dinos. Pyros sind auf jeden Fall da. Fürst des Todes, beziehungsweise ein Hades. Oh, der Pyro macht gute Arbeit. Ob ich den down kriege, weiß ich nicht. Ja, einen Drachen konnte man rausholen. Aber hier ist gut was da geblieben. Das ist nicht so gut. Aber die sind auch ganz schön am Abkacken. Wir werden jetzt hier mit den Seeschlangen die Backline vernichten, wenn er was reinschickt. Das ist ein guter Plan. Na, die bringen nicht mehr. Brauche ich nicht mehr. Den muss ich mal aufwerten. Das ist wichtig. Das ist extrem wichtig, dass ich den mal aufwerte. Damit der Vampir gut ausgenutzt wird. Gehen wir eine Dreieinigkeit rein. Würde ich mal behaupten. So, wir brauchen ihn erstmal aufgewertet. Wir werden Vulkankanone auf Zeus.
Dann packe ich den noch hin. 140 kriege ich noch zusammen. Drachen. Eventuell Robus mit rein. Bloß keine Schnecken, weil der Hades hat. Da wollen wir keine Schnecken. Ah, holy shit. Nee, Moment. Ich werde das noch abwehren. Das ist gar kein Problem. Wir kommen halt nur nicht durch. Das ist die Scheiße. Ich schieb trotzdem was rein. Wir brauchen jetzt die Defensive. Pyro raus. Dann ist hier mal ein bisschen lasern. Zack. Mehr Robos rein. Wir müssen ein bisschen gucken, dass wir das überstehen, weil es kommt dick. 500 ist aber nicht so dick, wie ich dachte. Also ist schon fett, aber ich hatte irgendwie mehr erwartet. Ah, scheiße, der war ganz schnell da und... Oh! Der hat 4 Voreis gekriegt. Ja gut. Der hat einfach eine zu starke Verteidigung. Tja, das war's. Mit einer weiteren Legion. Schaut doch gerne beim letzten Video vorbei, da habe ich gewonnen. Ja. Lasst gerne ein Like, ein Abo da, wenn ihr mehr sehen wollt. Bis dahin, entspannten Tag. Ach du Scheiße. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.